Ich will Ihnen heute einmal die C100 Warenwirtschaft zeigen. Und da werden wir mal einmal so einen kompletten Prozess durchführen. Ich sage mal von vorne bis hinten. Das heißt, wir kaufen mal Ware ein beim Lieferanten. Wir produzieren bei uns Ware. Wir machen so ein bisschen Lagerbewegung von A nach B. Und am Ende wollen wir das Ganze auch verkaufen. Und ganz am Ende machen wir noch so einen kleinen Ausblick in unsere Qualitätsmanagementlösung. Genau, und das Ganze machen wir am Beispiel von Studentenfutter. Das heißt, wir werden jetzt Nüsse, Rosinen und so weiter einkaufen. Wir werden das Studentenfutter aus diesen Nüssen und Rosinen und Gläsern und so weiter herstellen und das Ganze dann eben am Ende auch verkaufen. Und in dem letzten Schritt des Qualitätsmanagements gucken wir uns dann einfach mal so eine Charge an von einem Studentenfutter, etwas bestellen. Jetzt findet man die klassischen Informationen, die man bei so einem Einkaufsbeleg eben hat. Gegebenenfalls eine abweichende Rechnungsadresse. Wann soll der das Lieferdatum sein von dem Wareneingang? Abweichende Lieferadressen, vielleicht ein Kopftext und so weiter. Gehen wir einmal in die Position und erfassen jetzt eben, was wollen wir denn eigentlich bei ihm bestellen? Wir wollen bei ihm bestellen Rosinen. Und auch hier haben wir wieder diese Instant Search. Und wir wollen bei ihm auch noch bestellen ein paar Gläser zum Abfüllen. Von den Rosinen bestellen wir vielleicht stellen wir aber mal 100 Kilo. Und vom Marmeladenglas bestellen wir auch noch mal ein paar Stück. Vielleicht einfach mal 100. Und dann kann man das Ganze speichern. Und gucken uns auch einmal den Standard Sage-Belegdruck an. Der Sage-Belegdruck ist im Zweifel auch von Ihnen selber anpassbar. Natürlich ausdrucken, man kann ihn per E-Mail versenden. Der ganze Belegdruck ist bei Sage auch anbindbar an ein DMS-System, was Sage mitverkauft. Das ist das D3 von Develop. Darein würden denn diese Belege automatisch archiviert werden, das Ganze auch revisionssicher. Im Zweifel sind aber natürlich auch andere DMS-Systeme anbindbar. Da kriegt man dann auch Schnittstellen von ja, fertige Schnittstellen zu, beispielsweise Elo und so weiter. Genau, hier sehen wir mal so einen Standard-Belegdruck. Der ist dann natürlich erstmal ohne Logo und so weiter, aber wie gesagt, die Logos und so könnten Sie auch selber hier einfügen oder natürlich wir machen das für Sie. Man sieht die Position, man sieht sowas wie Zahlungsvereinbarung und so weiter. Einen Fußtext kann man natürlich auch einfügen. Genau. So, das schließen wir jetzt einmal. Und jetzt haben wir eine offene Bestellung, also bei diesem Lieferanten. Der nächste Schritt ist, man wartet auf diese Bestellung und irgendwann kommt sie tatsächlich. Und das ist dann auch gleich mal der Moment, wo wir auf unsere MDE Next umspringen. Die sehen wir jetzt nämlich hier. Die MDE Next ist vollständig integriert in die Sage 100. Die gibt es sowohl für Android-Geräte als auch für Windows-basierte Geräte. Das heißt also sowohl Industrie-Handhelds als auch Industrie-Tablets als auch feste Terminal, PCs, die vielleicht im Lager rumstehen, können wir eigentlich mehr oder weniger alles bedienen. Und das Ganze ist offline oder auch online fähig. Also auch an Außenlegern beispielsweise benutzbar. Und auch hier arbeiten wir mit einer Benutzerverwaltung. Das heißt, man kann sich am Gerät den Benutzer auswählen oder aber das Ganze auch per einer Anmeldekarte scannen bzw. einem NFC-Tag. Und dann könnte man sich automatisch anmelden. Und an jedem Benutzer kann man Rechte hinterlegen. Was darf er denn eigentlich im Lager buchen mit diesem MDE-Gerät? Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal den Benutzer Einkauf auswählen und uns anmelden, dieser Benutzer hat jetzt kein Passwort, darf er beispielsweise gar nicht in die Produktion rein. Das heißt, da kann man dann sicher gehen, wer was darf. Und am Ende sieht man auch in den jeweiligen Buchungen, die entstehen, beziehungsweise Einkaufsbelegen und Wareneingängen, sieht man dann auch, wer diese erfasst hat. Das Ganze ist auch mehrsprachig. Mittlerweile können wir Englisch, Polnisch, Tschechisch, Bulgarisch, Arabisch, Türkisch kommt jetzt, glaube ich, noch irgendwann die nächsten Wochen. Das Ganze kann man immer am Benutzer hinterlegen. Das heißt, sofern der Benutzer sich ausgewählt hat, sieht er auch sofort seine Sprache, in der er arbeiten will oder die er sprechen kann.
So, also wir gehen jetzt mal in den Bereich Einkauf, denn dahinter verbirgt sich unser Wareneingang. Und hinter dem Bereich Einkauf sieht man dann eben alles, was man im Bereich Einkauf buchen darf. Ist in diesem Fall ein Wareneingang und im Zweifel, falls die Ware nicht okay war, könnte man auch direkt mit dem Gerät eben eine Retoure buchen. Andere Möglichkeiten im Bereich Einkauf wären zum Beispiel auch, dass man Bestellvorschläge direkt mit dem Scanner erfasst, wie man das so kennt aus dem Supermarkt, wenn die Mitarbeiter durch die Regale laufen und eben aus Sicht Ware nachbestellen. Oder man könnte auch Rechnungen mit erfassen. Also generell können wir alle Buchungsarten, die man in Sage durchführen kann, an der Oberfläche auch mit dem Gerät abbilden. Das heißt, alle Einkaufsbelege, alle Verkaufsbelege, alle Produktionsbuchungen, alle Lagerbuchungen, Inventur natürlich, Zeiterfassung. So, wir gehen jetzt also rein in unseren Wareneingang und sehen jetzt hier alle offenen Wareneingänge, die erwartet werden. Sofern sie eben noch erwartet werden. Man kann natürlich auch so eine Belege dann runterschmeißen, wenn der Lieferant sagt, er liefert nicht mehr. Kann man diese Liste auch aufräumen. Und welche Informationen hier angezeigt werden, um den richtigen Wareneingang zu finden, ist auch definierbar. In diesem Fall wird hier der Lieferant angezeigt, wird die Belegnummer der Bestellung angezeigt, wie viele Positionen sind daran enthalten und was soll der Liefertermin sein. Wir könnten aber auch genauso gut andere Informationen hier anzeigen. Falls der Lieferant seine Belegnummer zurückgibt und daneben das bei ihm läuft, können wir da auch die hier anzeigen. Dann klickt man da drauf und landet drinne und der Scanner schlägt direkt vor, okay, der erste Artikel, der da drin ist, sind die Rosinen und das Ganze ist jetzt so konfiguriert hier, dass ich gar nichts mehr eingeben muss. Er bucht es automatisch auf das Wareneingangslager, was ich hinterlegt habe. Der Artikel ist schon initialisiert, weil gerade im Wareneingang haben wir immer das Problem, dass Ware im Zweifel nicht richtig etikettiert ist. Das heißt, man hat im Zweifel gar nicht zu scannen. Und wenn man dann natürlich komplizierte Artikelnummern hat, beispielsweise ist man auf dem MD-Gerät ein bisschen verloren, wenn man immer lange Artikelnummern oder vielleicht sogar noch mit Buchstaben oder sowas eingeben muss. Jetzt könnte es natürlich sein, dass ich vor der Ware stehe von dem Lieferanten und es sind eben nicht die Rosinen, die ich zuerst sehe. Dann kann ich hier auf diesen Warenkorb gehen und da sehe ich alles, was noch in diesem Beleg enthalten ist. Wir sehen also, Rosinen sollen 100 Kilo kommen und Marmeladengläser sollen 100 Stück kommen. Jetzt stehe ich also in Wirklichkeit vor dem Marmeladenglas, dann wähle ich das aus und kann jetzt eingeben, 100 werden erwartet. Wie viel sind denn jetzt wirklich gekommen? Jetzt kann ich sagen, bei dem Marmeladengläser, das wurde vollständig geliefert, gebe meine 100 ein. Drücke einmal Enter und jetzt will er wissen, dadurch, dass ich das als chargepflichtigen Artikel gekennzeichnet habe, weil ein Marmeladenglas kommt ja direkt mit dem eigentlichen Produkt in Kontakt. Also das Gerät möchte jetzt gerne von uns wissen, buchen wir dieses Marmeladenglas als eine bestehende Charge bei uns ein? Es kann ja sein, dass das vielleicht eine zweite Lieferung ist und die wurde schon mal in Empfang genommen. Oder erstellen wir eine neue Charge? Wenn ich eine neue Charge machen will, kann ich hier einfach auf Plus drücken. Und dann haben wir aus unserer Rückverfolgbarkeitslösung eine automatische Chargenregel dahinterlegt. Das heißt, wir bilden einfach fortlaufend immer wieder eine neue Chargennummer. Das kann einfach eine Zahl sein, das kann aber auch innen drin verschlüsselt sein. Beispielsweise das Anlieferdatum oder der julianische Tag oder irgendwie sowas. Da gibt es verschiedene Platzhalter, mit denen man sich die Charge zusammenbauen kann. Was daraus wird, sehen wir gleich. Man kann noch eine externe Charge hinterlegen. Das wäre dann sowas wie die Lieferantencharge. Sagen wir mal Matt Müller 1. Ich habe jetzt gekennzeichnet, dass das Marmeladenglas kein Verfallsdatum hat. Das wird ja nicht schlecht. Und davon kommen 100 Stück. Ich kann natürlich auch, wenn ich das will, in einer Lieferung mehrere Chargen erfassen. 50 davon, 50 davon. Jetzt sehen wir hier unten, der Rest ist 0. Das Gerät ist zufrieden. Ich bestätige das Ganze. Und jetzt fragt er mich noch, wohin stellt man das gleich? Das kann man so machen. Das würde jetzt quasi den Prozess abbilden. Der Wareneingangserfasser verräumt die Ware in dem Moment der Erfassung auch sofort. Oder aber man könnte ganz am Ende gefragt werden oder man hinterlegt ein festes Ziellager. Dann muss man einfach im Rahmen unseres Workshops klären. Genau, jetzt kann ich einen Lagerplatz auswählen. Ich kann dabei immer suchen. Ich kann auch natürlich einen Barcode scannen. Also in der Realität wird man dann natürlich ein etikettiertes Lager haben und man scannt diesen Barcode einfach an, hinter dem der Artikel hinterlegt ist. Ich wähle ihn jetzt hier rüber aus, sage Lagerplatz wählen und jetzt haben wir die erste Position erfasst.
Machen wir einmal einen Blick in den Warenkorb. Da sehen wir jetzt auch, eine Position ist da. Und wenn wir draufklicken, sehen wir, okay, diese Position, die ist erledigt. Jetzt haben wir noch die Rosinen. Gehen wir zurück. Das gleiche machen wir mit den Rosinen also nochmal. Da kommen auch die 100 Kilo. Ich mache wieder eine neue Charge. Und weil ich das in dem Artikel so definiert habe, ist jetzt auch das Verfallsdatum frei. Und ich habe in dem Artikel hinterlegt, wenn die Ware kommt, gebe automatisch 2 Jahre Haltbarkeit. Das kann ich so akzeptieren. Oder natürlich, ich mache keinen automatischen Vorschlag. Oder aber ich kann auch den Vorschlag noch abarbeiten. Upp, was habe ich jetzt gemacht? So, 21.07.2025. Bestätige das Ganze. Wähle wieder meinen Lagerplatz aus. Wo stelle ich das hin? Ja, ich müsste natürlich auch einen auswählen. Hauptlager 2. Lagerplatz wählen. Und jetzt wird mir das gerne sagen, okay, alle Positionen sind abgearbeitet im Wareneingang. Der Beleg kann jetzt gespeichert werden. Und das tun wir jetzt auch mal. Sagen speichern. Und jetzt werden wir gleich sehen, dass ich drucke alles, was ich drucke, nebenbei drucke ich als PDF, immer über so einen PDF-Drucker. Das heißt, das wird hier gleich drin landen. Das ist jetzt so konfiguriert, dass jede Position, die wir jetzt gerade erfasst haben, wird ein Versandeinheitenetikett fürs Lager, damit die Ware dann auch etikettiert ist. Den Wareneingangsbeleg an sich drucken wir jetzt nicht, weil das ist nur ein internes Dokument. In der Regel will das nicht unbedingt, also will man das eigentlich nicht gedruckt haben. Wir können es aber drucken. Also wenn es gewünscht ist, können wir das jederzeit drucken. Und so könnte dann beispielsweise ein Etikett aussehen, was wir erstellen. Man sieht alles drauf. Wir haben eine eindeutige SSC-Nummer, eine NVE-Nummer. Wir haben Rosinen. Ich habe jetzt bei dem Artikel keine EAN hinterlegt. Wir sehen die Charge, wir sehen das Datum. Genau. Auch diese Etiketten können Sie im Zweifel anpassen. Wir liefern dann eine ganze Palette mit, A5, A6, kleinere Formate, GS1-konforme Formate, die man dann vielleicht auch braucht, wenn man Handelsketten wie Edeka, Rewe und so weiter beliefert, die auch sowas Wert legen. Aber falls zum Beispiel dieser Barcode, dieser mittlere oder der obere Barcode enthält jetzt hier die EAN und was ist das? Das Datum und die Chargennummer. Auch diese Informationen kann man leicht austauschen und das können Sie im Zweifel auch selber machen. Wir im Zweifel natürlich auch für Sie, aber im Zweifel könnten Sie das auch selber. So, damit haben wir unsere Ware vereinnahmt und wenn wir jetzt mal in diesen Einkaufsbeleg reinschauen. Und wir rufen uns unsere vorherige Bestellung einmal auf, die wir gerade erfasst haben. Und gucken jetzt hier einmal den Vorgang an. Dann sehen wir, okay, jetzt gibt es hier auch einen Wareneingang. Und Sage verfolgt im Hintergrund immer mit, inwiefern ist dieser Vorgang jetzt erledigt. Wir hatten 100 bestellt von beiden Artikeln. Von beiden wurden jetzt auch 100 geliefert. Was noch offen ist, ist die Berechnung. Das könnte ich jetzt tun, indem ich einfach in den Wareneingang reingehe. 30.001, den merken wir uns mal einmal und sagen, gehe zu 30.001. Dann ist das unser Wareneingang. Und den könnten wir jetzt beispielsweise übernehmen in einen Rechnungseingang. Man könnte genauso gut arbeiten, auch indem man sich im Wareneingang den Rechnungseingang spart. Dann wäre der Vorgang mit dem Wareneingang erfüllt, weil viele verbuchen es dann nur noch im Rechnungswesen, machen aber nicht unbedingt den Rechnungsbeleg in der Warenwirtschaft. Das ist dann aber auch wieder eine Sache, die Sie am Ende dann entscheiden können. Genau, und das Ganze könnte ich jetzt speichern und dann habe ich einen Rechnungseingang und dann ist dieser Vorgang erfüllt. Und sofern man das Rechnungswesen von Sage auch noch benutzt, wird natürlich diese offene Zahlung automatisch ins Rechnungswesen übergeben und läuft in der Buchhaltung auf. Es gibt auch noch ein Rechnungsprüfungsmodul im Zusammenhang mit dem Dokumentenmanagementsystem, wo man dann eben so einen gewissen Workflow hinterlegen kann, dass eine neue Rechnung da und da zur Prüfung durchlaufen soll und abgenommen werden muss und so weiter. So, auch da kann man den Belegdruck auch wieder zwischen den einzelnen Belegarten abweichend gestalten. Also eine Rechnung kann im Zweifel komplett anders aussehen als die Bestellung. So, damit hätten wir unseren Ausflug in den Einkauf schon
erledigt, zumindest mit dem, was ich zeigen will. Ich kann jetzt mal also einen kurzen Überflug zeigen, was man noch im Einkauf machen kann. Also es gibt eine Bestelldisposition von Sage, die würde dann automatisch schauen, welche Bedarfe habe ich, zum Beispiel aus offenen Aufträgen oder aus der Produktion, was muss ich dafür bestellen. Dabei kann man dann angeben, bis wann möchte ich bestellen und dann rechnet Sage eben zusammen, welche Mengen man bei welchem Lieferanten kaufen muss. Wir haben auch eine Fremdfertigung, wo man dann eben Ware bei einem Fremdfertiger herstellen lässt, im Zweifel mit Beistellenartikeln. Also sie stellen etwas bei, der Fremdfertiger veredelt das Ganze und liefert es wieder zurück. Und dann gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, um zum Beispiel Liefertermine im Nachgang zu erfassen. Man muss nicht immer wieder die Bestellung aufmachen, komplett aufmachen und die Liefertermine erfassen, die dann der Lieferant zurückmeldet, sondern da gibt es so eine Übersicht, wo man schnell machen kann. Man kann den Lieferant anmahnen, wenn er eben nicht liefert, und verschiedene Auskünfte. So, wir haben jetzt unsere Palette im Lager stehen und die buchen wir jetzt einfach mal mit dem MDE-Gerät nochmal um. Das ist immer so der Teil, den kann man online immer so ein bisschen schwierig zeigen. In der Realität würde natürlich der Mitarbeiter jetzt hingehen zu der etikettierten Versandeinheit, würde diesen Barcode scannen mit dem MD-Gerät und so arbeiten. Scannen kann ich jetzt nicht. Ich habe mir jetzt einfach diese Nummer kopiert und hier sieht man ja auch, da ist auch noch eine 00 davor. 00 heißt immer, hiernach kommt eine Versandeinheit. Die muss ich hier gleich einmal per Hand eingeben. Achso. Jetzt bin ich natürlich der Benutzer Einkauf, also deswegen darf ich natürlich auch nichts im Lager tun. Also melde ich mich einmal ab, wähle einmal den Lagerbenutzer, gehe da rein und kann hier zum Beispiel eben der Lagerbenutzer darf klassischerweise ein Umbuchen machen, eine manuelle Entnahme, was natürlich im Zweifel immer nur sowas wäre wie etwas ist kaputt gegangen, Bruch, Verfallsdaten sind abgelaufen. Und so weiter. Auch da könnte man verschiedene Gründe für hinterlegen, dass man das vielleicht auch ein bisschen nachverfolgen kann, warum jetzt etwas ausgebucht worden ist. Zugänge genauso und der kann auch eine Inventur machen. Wir wollen jetzt erstmal nur die Umbuchung anschauen. Die Erfassung sieht sehr ähnlich aus. Das werden Sie die ganze Zeit sehen. Es sieht praktisch eigentlich immer gleich aus. Der Scanner will immer wissen, woher man was nimmt, wobei die Versandeinheit diese beiden Informationen schon quasi verinnerlicht hat. Die Versandeinheit weiß, wo sie steht, die Versandeinheit weiß, was auf ihr drauf ist und die Versandeinheit weiß auch, welche Menge auf ihr drauf ist. Das heißt, wenn ich die jetzt anscanne, dann habe ich die ersten drei Informationen nämlich schon mal gefüllt. Woher nehme ich etwas? Was nehme ich? Beziehungsweise diese Versandeinheit mit diesem Artikel und er schlägt die Menge 100 vor. Die Palette hat 100 Kilo auf sich drauf. Ich könnte jetzt die ganze Palette umbuchen. Ich könnte jetzt natürlich aber auch nur einen Teil davon nehmen und ich packe beispielsweise eine Palette auseinander, weil die vielleicht zu hoch ist für meinen Lagerplatz. Wenn ich dem Ganzen lasse, sage ich einmal Enter, gehe zu meinem Ziellagerplatz-Etikett hin, scanne das ab oder wähle aus. Wir buchen das jetzt mal in den Hauptlager 3, zweites Regal, dritte Ebene, erster Platz. Lagerplatz wählen. Und dann habe ich meine Umbuchung erledigt. Könnt ihr die nächste Palette nehmen und umbuchen. Oder aber ich speichere jetzt das Ganze. Und dann habe ich meine Palette von A nach B bewegt. Je nachdem, welchen Job man hat im Lager, also wenn man jetzt, ich sag mal, der klassische Gabelstaplerfahrer, der vielleicht wirklich da die Produktion versorgt und so weiter, der hat hauptsächlich Umbuchungen vorzunehmen. Und da können wir dann immer konfigurieren, ob man einfach direkt drinnen bleibt, wenn man Speichern gedrückt hat in dieser Buchungsart oder ob man rausspringt und etwas anderes wählen kann, was man ja jetzt tun will. Also ich könnte, das kann man dann auch wieder pro Belegart definieren, ob ich dann halt direkt in der Umbuchung drin bleibe, direkt das nächste scannen kann, ohne nochmal auf dem Gerät etwas nachzuerfassen, auszuwählen, oder ob ich eben wieder hier lande und dann neu entscheiden kann, was ich als nächstes tun muss. Das hängt dann auch einfach immer ab von der Tätigkeit. So, jetzt scannen wir die gleiche Palette, die wir ja gerade von, ich glaube, Hauptlagerplatz 2 auf Hauptlagerplatz 3, genau, zweites Regal, dritte Ebene, erster Platz, umgebucht haben. Da steht sie jetzt. Von dieser Palette nehmen wir einfach mal 5 Kilo runter. Haben wir erfasst, könnten wir wieder das nächste buchen. Weil die manuelle Entnahme eigentlich eine Ausnahme sein sollte,
weil das ist ja eine Entnahme aus dem Lager ohne jegliche Referenz. Ich verkaufe es nicht, es ist keine Retoure, es ist keine Produktionsentnahme, es ist einfach die Ware verschwindet. Ist die dann beispielsweise so konfiguriert, dass ich das nicht einfach direkt weitermache, sondern dass ich danach neu entscheide, was ich machen möchte. Und wir buchen jetzt dieses 5 Kilo einfach mal wieder drauf. Und da sehen Sie auch, dass die Daten kommen, ich sag mal, wenn man Pech hat, mit 10 Sekunden Verspätung im Live-System an. Das ist immer so, dass das Gerät die Daten speichert und zum Server schickt. Ab dann kann das Gerät quasi auch in Rauch aufgehen. Die Daten sind auf dem Server angekommen und im Hintergrund läuft von uns ein Verarbeitungsdienst, der alle paar Sekunden schaut, kommen neue Daten vom MD-Gerät an. Und wenn die da sind, verbucht er diese als echte Buchung. Und hier in diesem Fall ist es jetzt eben schon verbucht worden. So, wir buchen jetzt also 95 sind drauf. Wir buchen jetzt einfach 5 Kilo dazu. Wir speichern das Ganze einmal, um zu zeigen, wie schnell es geht. Gehe ich jetzt einfach direkt nochmal rein, sagen Umbuchung, scanne die Palette nochmal an. Und dann sind wieder 100 drauf. So, so viel zum Bereich Lager. Das sind so die klassischen Tätigkeiten. Wie gesagt, man kann es dann aufsplitten hin auf vielleicht auch eine Entnahme für die QS, wo dann nochmal ein extra Etikett gedruckt wird, damit man auch gleich ein Etikett hat fürs Probenbeutelchen beispielsweise. Das kann man dann, muss man einfach rausfinden im Workshop und dann zusammen konfigurieren. So, wir haben jetzt also die Ware eingekauft, wir haben sie intern verräumt, wir haben auch schon mal was runtergenommen, dazu gebucht und jetzt wollen wir aus den einzelnen Materialien, die wir haben, Nüsse, Marmeladengläser und so weiter, wollen wir das fertige Studentenfutter mal herstellen. Dafür gibt es in Sage das Produktionsmodul. Und in diesem Produktionsmodul kann man Ressourcenlisten hinterlegen für die Herstellung von Waren. Das ist jetzt der Artikelstamm. Da kann ich dann auch gleich einmal was zeigen. Ganz viele Stammdatenmasken sehen genauso aus. Man hat im oberen Bereich so einen Filter oder den Anzeigebereich und den Suchbereich, den man so sieht, und im unteren Bereich dann die Detailinformationen in diesem Artikel, wo man den auch ändern kann. Und kann hier oben eben einfach nach bestimmten Informationen filtern. Ich kann mir zum Beispiel einfach mal alle Studentenfutter anzeigen. Alles, was Studenten im Namen hat. Ich kann die Spalten natürlich verschieben. Ich kann mir auch weitere Spalten des Artikels ein- und ausblenden, um so eine für mich passende Ansicht zu finden. Der Mitarbeiter im Einkauf, der die Artikel pflegt, der hat ja vielleicht ganz andere Informationen im Fokus als der Mitarbeiter im Verkauf, weil den interessiert vielleicht der Hauptlieferant und das interessiert den im Verkauf vielleicht einfach überhaupt nicht. Und diese Ansichten kann sich jeder Benutzer selber zusammenbauen, auch im unteren Bereich. Man könnte Informationen einfach rausnehmen, die man gar nicht sehen will. Und das Ganze kann man auch als Vorlage definieren und dann weiteren Benutzern zur Verfügung stellen, so dass alle Einkäufer eine andere Maske haben als die alle Verkäufer beispielsweise. Und das könnte ich hier eben oben anhaken. Suchen wir mal nach. Heißt es MAD oder heißt es Verfallsdatum? Bevor ich mich jetzt Bevor ich das Feld nicht finde, habe ich mir jetzt mal einfach eingeblendet, in welcher Zeiteinheit wird das MAD gepflegt. D steht jetzt für den Tag, also vielleicht ein bisschen blödes Beispiel, aber so könnte ich mir das dann eben zusammenbauen, zusammenschieben an die Stelle, wo ich es will. Und wenn ich dann vielleicht diese Daten auch woanders weiterverarbeiten will, kann ich diese Listen auch jederzeit exportieren. Das kann man aber auch sperren, weil gerade vielleicht den Kundenstamm als komplette Excel zu exportieren, soll vielleicht auch nicht jeder können. So, wir gucken jetzt mal einfach rein in die Ressourcenliste vom Studentenfutter. Im Bereich Produktion wollen wir mal die Ressourcenliste bearbeiten. Und jetzt sehen wir hier oben im Überblick schon, ich mache das mal ein bisschen. So, das Studentenfutter wollen wir herstellen aus einem Arbeitsgang, der heißt Rüsten. Das heißt, ich sammle alle meine Materialien zusammen. Ich brauche dafür Mandeln. Ich brauche Cashewkerne und so weiter und so fort. Dann am Ende habe ich auch noch einen Arbeitsgang, der heißt dann Mischen. Die Arbeitsgänge sind dann eben dafür da, um
eine richtige Vor- oder Nachkalkulation durchführen zu können, weil auch Arbeitszeit natürlich Geld kostet, dann an den Arbeitsgängen Lohnkosten hinterliegen und dann wird das auch beachtet bei der Fertigung. Ja, klar. So, und hier unten sehen wir jetzt mal die Details dazu. Das heißt, wir brauchen Mandeln und zwar brauchen wir 1,5 Kilogramm pro 100 fertigen Gläsern Studentenfutter. Genauso brauchen wir 2,5 Kilo davon und so weiter und so fort. Das sind alles Materialien, die das Produkt selber sind oder in Verbindung mit dem Produkt kommen. Also der Deckel und das Marmeladenglas haben ja direkten Kontakt mit den Kernen. Und dann haben wir aber noch ein Artikeletikett, was einfach nur außen vor kommt, was für die Rückverfolgbarkeit nicht ganz so interessant ist. Deswegen werden wir das gleich auf dem Scanner nicht sehen. Da komme ich dann am Ende nochmal drauf zu sprechen, wenn wir einmal in den fertigen Produktionsauftrag reingucken. Also nicht, dass Sie sich gleich wundern. Das heißt, ich mache jetzt mal aus dieser Ressourcenliste oder für diese Ressourcenliste möchte ich jetzt mal einen Fertigungsauftrag anlegen. Unter Produktion. Ich möchte einfach mal 20 Gläser fertigen. Also ich möchte einen neuen Fertigungsauftrag anlegen. Auch für diese Anlage der Fertigungsaufträge gibt es genau wie für die Bestelldispositionen auch eine Produktionsdisposition, die dann wiederum guckt, welche Bedarfe habe ich aus dem Verkauf, was muss ich also fertigen, bis zu welchem Stichtag. Und der würde diese Fertigungsaufträge alleine erstellen. Dazu haben wir auch noch eine erweiterte Disposition, die da deutlich mehr mit beachtet. Sowas wie Saisonverläufe. Im Winter verkaufe ich von dem Artikel mehr als im Sommer. Auch Abhängigkeiten davon. Schwer zu. Wenn ich noch Halbfabrikate habe in der Produktion, ich verbrauche das Halbfabrikat für mehrere Verkaufsartikel am Ende. Wie viele Halbfabrikate brauche ich, muss ich dann herstellen? Und so weiter und so fort. Da gibt es dann zig Einstellungsmöglichkeiten. Und die würde dann auch entweder Produktionsaufträge erstellen oder Bestellung. So, ich möchte jetzt also unser normales Studentenfutter einmal fertigen. Und zwar 20 Stück. Das Ganze soll auch noch heute passieren. Ich sage anwenden. Und damit habe ich auch schon alles unbedingt Nötige getan, um diesen Fertigungsauftrag auf dem Scanner dann weiter zu bearbeiten. Jetzt können wir direkt wieder auf den Scanner gehen, solange er hier noch speichert. Das ist also offenbar die Aufzeichnung beschäftigt so ein Laptop mehr als man denkt. Die parallele Aufzeichnung. So, jetzt wechseln wir mal zurück in den Produktionsbenutzer, denn nur der darf in unserem Fall produzieren. Melden uns an, gehen in die Produktion und der hat auch wieder seine Schritte da, die er durchführen darf. Wie diese Schritte natürlich heißen auf dem Scanner, ist auch alles definierbar. Also das muss nicht MA ist heißen, das heißt, steht bei uns für Materialeinnahme ist. Und ein ist bedeutet bei uns, dass man quasi scannen kann, was man will. Und Materialeinnahme soll bedeutet, wir basieren hier auf einem Fertigungsauftrag und der Scanner sagt, wie eben im Wareneingang, du brauchst den, den und den Artikel in den und den Mengen. Im Material ist beispielsweise könnte man auch eine Fertigung durchführen für ein Produkt, wo man vielleicht einfach gar keine Ressourcenliste hinterlegt hat, weil das vielleicht einfach keine Serienfertigung ist, sondern ein Unikat, je nachdem, was in welcher Branche man eben tätig ist. So, der Scanner sagt jetzt also, okay, wir brauchen Mandeln. Der Mitarbeiter läuft ins Produktionslager, holt sich die Mandeln, hat dann natürlich wieder etikettierte Ware aus dem Wareneingang und würde diese Mandeln abscannen. Machen wir das gleiche wie eben. Ich kopiere mir einmal diese Nummer, die er dann in der realen Welt natürlich scannen würde. Der Scanner schlägt schon vor, 300 Gramm braucht man, also und ist es genug auf der Palette da, also schlägt er auch diese 300 Gramm direkt vor. Wir brauchen einfach nur noch Enter drücken. Und wir haben alle Informationen, die wir brauchen, auch für die komplette Rückverfolgbarkeit am Ende. Wir wissen, von wo wir was entnehmen. Die Versandhalle weiß natürlich auch, welche Charge auf ihr enthalten ist. Und nur im Zweifelsfall, wenn die Informationen nicht eindeutig sind, wenn zum Beispiel auf einer Versandhalle mehrere Chargen drauf sind, dann würde der Scanner natürlich nachfragen. So, Cashewkerne brauchen wir auch noch. Nee, und dann nehme ich mit Absicht einmal die. Dann machen wir den ersten kleinen Abstecher, also einen ganz kleinen Abstecher in
unser Qualitätsmanagement-Modul. Denn wenn ich jetzt diese Palette mal anscanne, sagt der Scanner, die ist Freigabestatus gesperrte Versonderheit, die darf ich nicht nehmen. Das ist unser Qualitätsmanagement, da kann man für jede Charge definieren, welchen Status hat die, ist die freigegeben für die Produktion und für den Verkauf, ist die vielleicht gesperrt, weil Fremdkörper enthalten sind oder vielleicht einfach noch die mikrobiologische Prüfung aussteht oder was auch immer. Beziehungsweise mikrobiologische Prüfung würde dann eher bedeuten, sie wäre noch ungeprüft. So könnte man beispielsweise die Ware beim Wareneingang einlagern. Sie ist erstmal ungeprüft. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass sie freigegeben wird am Ende. Wir wissen es aber noch nicht, weil noch nicht alle Prüfungen durchgelaufen sind. Und wenn die mikrobiologische Prüfung durch ist, können wir sie dann freigeben und in der Produktion benutzen. Und vorher darf ich sie eben nicht. Welche Statis ich da schon benutzen darf und welche nicht, ist auch wieder definierbar. Das heißt, ich könnte beispielsweise in der Produktion sagen, bei einem Artikel darfst du ungeprüfte Ware schon mal benutzen, weil in 99,999% aller Fälle ist die Ware okay. Wir warten einfach nur auf ein Testergebnis, aber produziere schon mal los. Bei einem anderen Artikel ist es aber eben vielleicht die Quote nicht so gut, ist halt am Anfang gesperrt und ich darf ihn nicht benutzen. Oder es ist vielleicht nur ein Karton, ein Umkarton oder was auch immer, wo die Ware einfach immer okay ist. Da, die ist so günstig, das kontrolliert vielleicht einfach keiner. Dann kann die auch sofort als freigegeben gekennzeichnet werden durch den Wareneingang. Und diese Start-die-Änderung kann man entweder in der Warenwirtschaft durchführen, sehen wir nachher nochmal, oder aber man könnte es auch im Scanner durchführen. Das heißt, gerade bei sowas wie Kartonagen, wo die QS vielleicht nur eine Sichtprüfung durchführt, die Palette anscannen und sagen, du bist gesperrt, du bist freigegeben, du bist gesperrt, du bist freigegeben. Genau, ich habe meine gesperrte angescannt, die darf ich aber nicht nehmen. Also nee, nehme ich jetzt meine Cashews, die nicht gesperrt sind. Nehme die auch. Jetzt machen wir das einmal schnell durch. Die Rosinen fehlen noch. Die nehmen wir auch. Haselnüsse fehlen noch. Das Marmeladenglas fehlt noch. Und dann bleibt gleich nur noch der Deckel. Dann haben wir das einmal durch. Was auch anbindbar wäre, wären zum Beispiel Waagen. In unserem Beispiel wäre das ja zum Beispiel ganz passend, wenn man das auf eine Waage zusammenmischt. Da kann man dann einfach die Waage einbinden im System und mit dem Scanner ansteuern. Das heißt, ich würde die Palette scannen. Er würde vielleicht erstmal noch gar keine Menge vorschlagen. Ob er eine Menge vorschlägt oder nicht, ist auch wieder definierbar. Und dann könnte ich einfach auf diese Waage zugreifen und die Waage liefert genau den Wert zurück, die gerade auf ihr liegt. Ist jetzt bei dem Stückartikel ein bisschen blöd. Hätte ich vorher bei den Rosinen machen müssen beispielsweise. Da können wir eine ganze Palette mittlerweile, das geht los für Bosche, Bizerba, Systec-Wagen, Kernwagen. Da arbeiten wir mittlerweile, ich glaube, mit 8 Herstellern zusammen, die wir unterstützen dort. Aber auch neue Wagentypen, solange die per Netzwerk ansteuerbar sind, kein Problem. Der Scanner sagt uns wieder, alle Positionen abgearbeitet, Beleg kann gespeichert werden. Und da sehen wir von der reinen, ich sag mal, Erfassung auf dem Scanner, das spiegelt natürlich nicht unbedingt das Produktionswissen dar, aber wer eine Umbuchung tätigen kann mit dem Scanner, der kann auch eine Produktion durchführen mit dem Scanner, weil die Erfassung sieht mit Absicht eigentlich immer sehr gleich aus. Wir speichern das Ganze. Und das Ganze wird jetzt aus dem Lager abgebucht und landet in diesem Fertigungsauftrag. Jetzt können wir mal einmal kurz einen Blick reinwerfen in diesen Fertigungsauftrag, in die Rückmeldung. Habe ich mir jetzt die Nummer? Ja, ich hatte hier irgendwas offen. Da war es 281. Genau. Da sehen wir die einzelnen Rückmeldungen, die jetzt getätigt worden sind. Wir haben Mandeln genommen und zwar von dieser Charge, von dem Lagerplatz, von dieser Palette in der und der Menge, von dem Mitarbeiter. Aus Datenschutzgründen steht hier immer nur die Nummer, die Mitarbeiternummer, so dass nicht mehr direkt der Name ersichtlich ist. Das wurde mal
wurde mal gefordert. Was wir noch nicht sehen, ist das Artikeletikett. Das, was außen drauf ist, was keinen direkten Kontakt hat mit der Ware. Das ist natürlich das günstigste Teil von allem am Ende. Deswegen will man vielleicht auch einfach gar nicht die Zeit aufbringen, auch wenn der Scan dieses Artikeletiketts mit dem Scanner nur 10 Sekunden dauert vielleicht, sind es einfach 10 überflüssige Sekunden, weil für 20 Gläser verbrauche ich 20 Etiketten und das sind in Centbeträge. Das heißt, ich will die am Ende einfach automatisch abbuchen von einem Lagerplatz. Und zwar immer in der Menge, die ich jetzt auch sage, wie ich fertige Ware herstelle. Nur weil ich jetzt für 20 Gläser Ware entnommen habe, bedeutet es ja nicht, dass ich am Ende auch 20 fertige Gläser rauskriege. Es kann ja auch sein, dass ich überfülle die Gläser ein bisschen oder eins fällt mir vorher runter beim Prozess der Abfüllung und so weiter. Das heißt, ich gehe jetzt mal in diesen Fertigungsauftrag rein, eine Fertigmeldung, gebe meine Nummer ein oder kann sie auch wieder suchen über die Lupe. Und dann sagt er mir auch, okay, 20 sollen produziert werden, 20 sind noch offen, wurde also noch nichts gemacht. Er schlägt alles vor, schlägt auch schon eine Menge vor. Wie gesagt, kann man wieder machen oder kann man auch nicht machen. Ist dann einfach die Vorlage, wie es sein soll. Ich sage, ich mache 20 Stück. Er möchte wieder wissen, okay, welche Charge wird es denn? Wird es eine bestehende Charge oder möchte ich eine neue Charge erzeugen? Ich möchte eine neue Charge erzeugen, wie beim Wareneingang vorhin. Bestätige das Ganze. Könnte jetzt eine zweite, also das ist jetzt so konfiguriert, dass für jede Position, die ich erfasse, kommt immer ein Palettenetikett raus. Das heißt, wenn meine Menge so groß ist, dass ich vielleicht gleich vier Versandeinheiten oder vier Kartons, je nachdem wie Versandeinheit bei Ihnen dann definiert wird, fertige, kann ich einfach die Position so oft erfassen, wie ich will und für jede Position kriege ich am Ende ein Etikett. Das heißt, ich könnte das Ganze jetzt auch mal ein bisschen überbuchen. Wir können sogar fünf fertigen aus den Entnahmen. Ob man diese fünf dann wirklich eingeben kann, weil das ist natürlich logisch jetzt ein bisschen fragwürdig. Wenn ich für 20 Gläser Ware entnehme, kann ich eigentlich nicht 25 fertigen. Aber wir könnten im Zweifel auch das abprüfen, weil wir haben auf jedem Feld, was man so ansteuert, das wäre Menge, Artikel, Lagerplatzeingabe und so weiter, können wir auch benutzerspezifische oder nicht benutzer, also firmenspezifische Prüfungen drauflegen. Bei Ihnen können dann einfach spezielle Sachen geprüft werden, die vielleicht bei anderen Kunden vollkommen uninteressant sind. Keine Ahnung, wir könnten prüfen, ob der Benutzer überhaupt diesen Fertigungsauftrag bearbeiten darf, ob vielleicht ganz andere, höher priorisierte Fertigungsaufträge vorher laufen sollen. Dann könnte er bei der Materialentnahme diesen Fertigungsauftrag gar nicht auswählen, weil ein anderer wichtiger ist und so weiter. Das wird man dann einfach, oder sieht man im Workshop immer schon zum Teil und dann auch einfach, wenn es benutzt wird, sieht man solche Anforderungen dann immer relativ schnell. Und die sind dann auch schnell umsetzbar. Wenn da bei Ihnen jemand im Haus ist, der ein bisschen mit der Datenbank könnte der diese benutzerspezifischen Prüfungen auch sogar selber machen im Zweifel. So, jetzt haben wir also gesagt, wir fertigen etwas, wir aktualisieren das Ganze einmal und jetzt sehen wir. Ah, okay, ich habe vergessen, Bestand hinzubuchen. Erkläre ich gleich, warum das so ist. Wir sehen, er hat eine Fertigmeldung durchgeführt für 20 Gläser und eine für 5 Gläser. Er hat die Arbeitszeit darauf gebucht und zwar so viel, wie laut Ressourcenliste notwendig ist, um 5 bzw. 20 Gläser herzustellen. Und er wollte das Artikeletikett abbuchen. Konnte er leider nicht, weil ich vorher vergessen habe, Artikeletiketten auch auf den Lagerplatz zu buchen, von dem er abbuchen soll. Das habe ich einfach mit dem Scanner vergessen. Das könnte man jetzt nachholen mit dem Scanner. Das läuft dann auf in so einer Auswertung, was alles nicht buchbar wäre, aber es geht nicht unter. Und dann kann man diese einfach normal buchen und da würden auch die Artikeletiketten verbraucht sein und natürlich dann auch am Ende in der Rückverfolgbarkeit ersichtlich sein. Also würde man dann dort sehen. Und was natürlich auch noch passiert ist, ist, dass er. Oh, jetzt muss ich das Fenster hier mal breiter machen. Was sind die neuen? Die hier. Dass er mir für die 20 ein Etikett gedruckt hat und dass er mir für die 5 ein Etikett gedruckt hat. So viel zur Produktion. So, jetzt haben wir fertige Ware im Lager. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich dann auch mal verkaufen. Und dafür erfassen wir dann gleich mal eine Auftragsbestätigung. Machen wir einmal alles zu hier.
So. Wir gehen jetzt also mal in den Bereich Verkauf und bearbeiten einen Verkaufsbeleg. Sieht, wie gesagt, sehr ähnlich aus zur Bestellerfassung beim ersten Schritt. Wir verkaufen jetzt also an unseren Kunden aber mal unser Studentenfutter. Und dieser Kunde soll von unserem Studenten, von dem normalen Studentenfutter, etwas kriegen. Er soll auch noch was von dem Studentenfutter ohne Cashew etwas kriegen. Und auch von dem Studentenfutter ohne Rosinen möchte er auch noch was. Von dem ersten sind es 5, 3 und 2 Gläser. Und damit hätten wir auch so eine Auftragsbestätigung wieder erfasst. Jetzt wäre es natürlich Erfassen vom Lieferdatum. Was für eine Zahlungskondition hat der Kunde? Das kommt im Zweifel alles aus dem Kundenstamm. Kann ich auch in dem hier nochmal abändern. Hat er eine abweichende Lieferadresse, soll das nicht zu ihm nach Hause geliefert werden, sondern wohin auch immer. Ich speichere das Ganze. Und wie auch im Verkauf habe ich dann alle Informationen, die ich brauche, um das Ganze dann mit dem Scanner auszuliefern. Wenn zum Beispiel vielleicht noch sowas geprüft werden soll, wie der muss Vorkasse bezahlen, dann könnte man im Beleg diesen Beleg dann eben auf Vorkasse bezahlt setzen und erst dann soll es auf dem Scanner landen. Ist dann auch einfach wieder so ein Thema, was man gucken muss im Workshop, wie es bei Ihnen sein soll. Genau, ich bin der Produktionsbenutzer, also darf ich natürlich auch keine Lieferscheine erfassen. Also wechseln wir einmal. Gehen in den Bereich Verkauf. Ich habe jetzt hier mal einen Lieferschein inklusive Etikettierung, weil auch da wollen wir am Ende, wir stellen uns jetzt mal vor, wir packen die Studentenfutter in Kartons, in Versandkartons und da möchte ich dann auch wieder Etiketten für haben. Sollen direkt DHL-Etiketten beispielsweise rausfallen, gibt es auch da Schnittstellen zu. Da kann man, entweder man benutzt DHL bietet auch solche Programme an, die dann die Etiketten erstellen, da kann man das auch relativ schnell dran anbinden. Das haben wir schon öfter gemacht bei Kunden oder auch bei DPD und so weiter. Und auch solche Speditionen wie DAXA wären anbindbar über ein anderes Fach in dem Modul, die dann direkt die Anmeldung bei der Spedition durchführen, mitteilen, wie viele Paletten sind in dieser Lieferung und so weiter. Genau, ich habe wieder meine Auswahl an offenen Auftragsbestätigungen. Ich habe jetzt hier beispielsweise auch mal definiert, dass Aufträge in bestimmten Kriterien eine Farbe erhalten. Kann man beispielsweise, keine Ahnung, wenn bestimmte Artikelgruppen in ihren enthalten sind, in diesen Aufträgen vielleicht irgendwie noch Gefahrstoffe oder sowas, dass man die farblich macht, vielleicht die A-Kunden besonders farblich macht oder Kunden, die eine besondere Verpackung wünschen, auch farblich hervorhebt, kann man dann auch einfach wieder definieren. Wir gehen also rein in unseren Auftrag und er fragt uns jetzt in diesem Fall einmal, wo laufen wir jetzt im Lager los, um auf einer optimalen Route durchs Lager zu laufen? Unter Beachtung, wir nehmen bitte die ältesten MHDs, die rumliegen von dem Artikel und so weiter. Das heißt, wir sagen ihm, standardmäßig sollst du im Hauptlager 3, erstes Regal, erste Ebene, erster Platz loslaufen. Wenn er aber zufällig einfach am Ende steht, dann könnte er auch da anscannen und dann würden wir eben die Wegeführung ab da starten. Den wähle ich und jetzt sieht man eben oben, wo sollst du hingehen? Auf Lager 3211, da liegt dein Artikel, den du holen sollst und dieser Artikel auf diesem Lagerplatz hat auch das älteste MHD. Aber noch genug, um beispielsweise die Restlaufzeit des Kunden zu erfüllen. Das kann man am Kunden hinterlegen, welche Restlaufzeit der fordert für die Artikel, die man ihm schickt. Wir steuern natürlich nur freigegebene Ware an, weil gesperrte Ware darf ich natürlich erstmal nicht ausliefern. Außer es ist gewünscht, dann kann man das auch einstellen. Und er sagt also, laufe bitte dahin. Man läuft dahin und scannt. Dann natürlich wieder seine etikettierte Palette, die da steht. Das normale Studentenfutter. Scannen wir an. 5 Stück sind gefordert. 5 Stück nehmen wir. Da auf der Palette eindeutig ist, welche Charge drauf ist, fragt er danach auch gar nicht mehr.
Jetzt ist auch noch das ohne Rosinen wichtig. Will er auch noch haben, so, nicht wichtig. Das scannen wir auch noch. Davon kriegt er zwei. Und dann will er auch noch ohne Cashew haben. Das nehmen wir auch noch, davon drei Stück. So, jetzt sind wir erstmal fertig. Wir können aktuell aber nicht speichern. Sagt er da auch. Wir haben noch einen Kommissionierprozess. Das heißt, wir haben unseren Karton, den wir am Anfang sinnbildlich aufgemacht haben, noch nicht abgeschlossen. Wir sagen ihm jetzt also, wir schließen diese Versandanhalt und haben das Ganze in welchen Ladungsträger gepackt? Sagen wir jetzt mal in ein Paket. Wir könnten jetzt auch hier Europalette auswählen oder wir könnten das auch fest vorlegen oder gar nicht erst anzeigen. Oder auch Informationen noch extra abfragen, wie schwer ist das Paket in der Summe oder welche breite Höhe, Länge hat dieses Paket, um das dann vielleicht auch für eine Anmeldung bei der Spedition bzw. bei DHL zu nutzen. Kann man dann aber auch wieder definieren, ob diese Sachen gefragt werden oder ob sie eben nicht gefragt werden. So, wir wollen das auf in kein bestehendes Paket einpacken, also sagen wir einfach schließen und dann sind wir auch schon fertig. Genau, da haben wir unser Versandetikett. Könnte dann beispielsweise so aussehen: von dem und dem für Franz Aber an die und die Adresse und was ist in diesem Paket enthalten. Und jetzt ist es mir gerade in dem Moment eingefallen. Jetzt will ich natürlich eigentlich, dass der Lieferschein auch noch mit rauskommt. Das habe ich nur gerade vergessen. Können wir aber auch einmal kurz hier nachdrucken. Dann haben wir das auch erledigt. Normalerweise würde man es natürlich automatisch drucken lassen. 20.001. Wir gehen da also einmal hin und sagen 20.001. Dieser Lieferschein ist da. Wir sagen Infodruck. Infodruck ist einfach nur so ein Vorschau. Da sieht man auch gleich, dass da noch Infodruck draufsteht. Das kann man dann immer pro Benutzer und im Zweifel auch sogar pro Belegart definieren. Wenn also der Benutzer Wareneingang machen darf und einen Lieferschein, dann soll der Wareneingang auf dem Drucker 1 gedruckt werden, der Lieferschein auf Drucker 2 und bei einem anderen Benutzer genau andersrum beispielsweise. So, und auch hier ist der Prozess dann schon fast so gut wie abgeschlossen. Ich würde diesen Lieferschein dann noch übernehmen in eine Rechnung, dann landet das Ganze auch wieder in der FIBU oder aber man kann auch so etwas machen wie einen Rechnungslauf. Das heißt, er erstellt aus allen offenen, noch nicht berechneten Lieferscheinen Rechnungen, die dann wieder in der FIU ankommen, als offene Posten, dann natürlich auch angebunden ans Mahnwesen. Haben wir diese Schritte schon mal alle erledigt? Wir haben was eingekauft, wir haben was im Lager bewegt, wir haben produziert, wir haben etwas verkauft. Gucken wir dann auch nochmal einen kleinen Überblick in die Qualitätssicherung, in unser Rückverfuhrbarkeitsmodul. Das befindet sich hier in der Chargenverwaltung. Das sind quasi alle jemals im System angelegten Chargen, wären hier erkennbar, wann wurden sie angelegt, was für ein Verfallsdatum haben die, in welchen Vorgängen tauchen die Chargen auf. Und wir gucken uns jetzt mal eine Charge an, wo so ein bisschen Leben drin ist, sage ich mal. Und zwar das Studentenfutter. Auch wieder Studentenfutter. Wir sehen also hier, welcher Artikel ist diese Charge, welches Verfallsdatum, was für einen aktuellen Status hat das Ganze. Das ist freigegeben. Das wurde freigegeben am 26.04. um 15:16 Uhr automatisch bei der Erzeugung. Das ist also der Artikel so eingestellt, dass er automatisch freigegeben wird, wenn er produziert. Auch da könnte ich eben wieder einstellen, dass er erstmal ungeprüft ist und die QS drüber gucken muss. In welcher Menge wurde er gefertigt und in welchem Fertigungsauftrag? Und sehe dann hier noch auf dem Reiter Einkauf würde ich jetzt Wareneingänge sehen. Jetzt sehe ich bei diesem Artikel nichts, kommen wir gleich nochmal darauf zurück, weil das natürlich kein Einkaufsartikel ist. Ich kaufe ja nur die Materialien. Ich sehe, wo drin wurde diese Charge verkauft, an welchen Kunden, in welchen Lieferschein, in welchen Mengen. Welche Lagerbewegungen fanden statt mit dieser Charge? Gar keine, die wurde produziert und dann direkt verkauft. Auf welchen Versandeinheiten liegt das Ganze? Aktuell auf keinen mehr, weil wir keinen Lagerbestand mehr haben. Und der interessante Teil ist der Wareneinsatz. Klicken wir einmal hier drauf, weil das kann im Zweifel sehr viel sein bei sehr komplexen Ressourcenlisten.
Dann sucht er sich also zusammen, aus welchen Wareneinsätzen, also aus welchen Materialien wurde diese Charge erzeugt. Und dann sieht man eben, okay, in diese Charge flossen Mandeln ein, und zwar die Charge 10079 von den Mandeln mit dem Verfallsdatum 22.06. und das Ganze um 6:11 Uhr von der Versandeinheit so und so. Das gleiche gibt es auch genau andersrum, wenn wir jetzt mal einfach in die Mandeln reinspringen. Also sagen wir jetzt mal, wir möchten die Charge der Mandeln bearbeiten, also sprich in diesem Formular angezeigt kriegen. Klicken wir jetzt nochmal Wareneinsatz anzeigen. Dann gibt es bei Mandeln natürlich keinen Wareneinsatz in, weil die Mandeln wurden ja aus nichts erzeugt, sondern aus den Mandeln wurde etwas raus erzeugt, also etwas hergestellt. Und dann sehen wir das eben bei Out und sehen, okay, aus diesen Mandeln wurde die Charge Studentenfutter gemixt, die Charge und die Charge. Jetzt kann es natürlich sein, der Worst Case tritt ein, es tritt ein Rückruf von dem Lieferanten, der die Mandeln geliefert hat, bei Ihnen ein, und Sie müssen jetzt also rausfinden, in welchen Produkten sind denn eigentlich diese Charge Mandeln und an welchen Kunden habe ich die vielleicht sogar schon ausgeliefert. Ich könnte jetzt natürlich hier diese Chargen einfach schon mal sperren, falls ich davon noch was auf Lager habe, dann kann ich die auf jeden Fall nicht weiterverkaufen. Es kann aber natürlich sein, dass ich die schon längst verkauft habe. Und da gibt es dann fertige Auswertung, nämlich zum Beispiel, ich möchte jetzt mal alle Chargenempfänger von diesen Mandeln sehen. Also lasse ich mir die Empfänger anzeigen. Kann jetzt noch sagen, wie tief möchte ich suchen. Je nachdem, wie kompliziert die Produktion bei Ihnen ist, können das ja zwei Ebenen in der Produktion sein, oder wie wir jetzt hatten, nur eine Ebene. Ich habe alle Materialien genommen, zusammengemixt und hatte das Fertigprodukt. Es kann ja aber auch mit Halbfabrikaten gearbeitet werden und so weiter. Ich einfach nur, wie tief schaue ich. Das geht also im Prinzip unendlich weit nach unten oder von den Mandeln aus nach oben gesehen. Und jetzt gucken wir uns einfach mal die Vorschau an und sehen direkt, an wen habe ich das Ganze verkauft. Und dann sehen wir eben, okay, das Ganze wurde in diesen Artikeln reingemischt und die landeten bei diesen Empfängern in den Belegen, an den und den Belegdaten, in den und den Mengen. Ich kann die Kunden informieren, kann den Rückruf durchführen und habe das Ganze erledigt. Was auch noch geht in diesem Qualitätsmanagement-Modul, ist die Erfassung von Laboranalysen. Also wir können direkt an den Chargen hinterlegen bestimmte Analysemerkmale. Das kann gehen von mikrobiologischer Prüfung, von sensorischen Prüfungen, von einfachen Sichtprüfungen mit einfach nur Ja-Nein als Analysenwert am Ende. Also sieht die Ware okay aus? Ja. Oder bei sensorischen Merkmalen kann ich das vielleicht in Schulnoten benoten. Da sieht man dann immer, der Sollwert bei diesem Produkt ist eine 2, also gut. Mindestens 1, das wäre dann sehr gut. Maximal ist es eine 6, das wäre nicht so gut. Und das ist eine 2. Kann man dann nochmal Bewertungen hinterlegen. Könnte auch Text sein, also so kann man das auch in der QS dann alles hinterlegen und kann das Ganze, sehe das dann an einem Fleck und kann auch beispielsweise Analysenzertifikate drucken, falls ein Kunde das braucht bei der Belieferung, oder kann mir komplette Chargenberichte drucken, wenn Audit im Haus steht, woher kam diese Charge. Achso, genau, da wollten wir noch einmal dran zurück. Hier sieht man dann eben im Einkauf, diese Charge kam von dem Lieferanten in dem Beleg, in der Belegart an dem Tag, in der Menge. Wohin wurde das weiterverarbeitet? Was sind meine Empfänger und so weiter? Und sehe alles, was mit dieser Charge eben passiert ist, auf einem Schlag an einem Platz und kann das auswerten. Genau, und damit wäre ich mehr oder weniger durch und wäre jetzt frei für Fragen. Die Mandeln liegen auf verschiedenen Versandeinheiten. Und wenn diese Versandeinheit erzeugt wird, dann kriegt sie erstmal den Freigabestatus von der Charge. Wenn es keine chargepflichtige Artikel ist, dann kriegt sie erstmal gar keinen. Man kann aber auch einzelne Versandeinheiten sperren bzw. freigeben. Es kann ja auch natürlich sein, dass die Charge an sich okay ist, aber nur die eine Versandeinheit ist beschädigt, verdreckt, was auch immer. Und dann sperre ich einzelne Versandeinheiten oder gebe einzelne Versandeinheiten frei. Das geht auch, ja. Muss dafür keine Charge haben. In Sage kann man die Wirkung von dem Beleg immer definieren. Es gibt im Standard schon verschiedene
Typen. Es gibt eine Auftragsbestätigung, die wirkt nur bestellend. Also wir hatten ja vorhin einmal diese Vorgangsauskunft mit bestellt, geliefert, berechnet. Und man könnte auch eine Belegart machen beispielsweise, die berechnet und bestellt und nur die liefernde Wirkung ist noch offen. Eine Direktrechnung würde beispielsweise auch schon direkt aus dem Lager abbuchen, bestellen und berechnen. Also das heißt, wenn ich eine Direktrechnung schreibe, ist alles erledigt in einem Schritt. Ich könnte auch die Auftragsbestätigung schreiben und die Scanner erzeugen Sofortrechnung. Und Sofortrechnung ist quasi ein Lieferschein und Rechnung auf einmal. Das heißt, danach muss niemand mehr eine Rechnung erstellen, sondern das Ganze ist sofort in der FIBU. Und ja, was welche Belegart tut und welche Wirkung die hat, ist in der Datenbank, also jetzt nicht an der Oberfläche, aber in der Datenbank innerhalb von wenigen Minuten definierbar. Und man kann hier auch weitere Belegarten anlegen. In dem Fall wäre es dann eben Auftrag/Rechnung und die würde dann eben nur bestellen und nur berechnen. Und die liefernde Wirkung würde noch offen bleiben und das würden wir dann über den Standardlieferschein regeln. Alles klar. Dann ciao, ciao.